Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir hier durch den Eisenbahnfriedhof ein bisschen durchgerannt, haben ein paar Geister bekämpft und ja, jetzt gucken wir mal weiter hier, was los ist. Die geben uns hier hin und wieder so ein paar Nachrichten, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen und so, und wir folgen natürlich. Außer dass wir gerade nicht das machen. Die haben irgendwie gesagt, wir sollen da hinten lang gehen, aber ich bin jetzt natürlich hier lang gegangen. So, ich habe gesehen, Cloud hat 13 Punkte mit seiner Hartklinge. Da werde ich doch bestimmt noch irgendwie was mit kaufen können, ne? Aber ich glaube, ich hatte jetzt nichts mehr so interessantes. Schockflatterer, was ist das denn nochmal? Weil bei Spezialfertigkeiten gegen Gegner in Schockzustand TP. Ne, ist jetzt nicht magische Attacke, längere Buffs selbst. Die auf deinen eigenen Charakter gewirkt werden. Ja, tue ich ja nicht wirklich machen. Schaden von Sprungangriffen, Schwertwirbel gegen zerstörbare Einzelteile. Weißt du, was nehmen wir das? Obwohl, lass mal. Sparen wir mal. Ich glaube, er ist kurz vom Level ab. Obwohl, sparen bringt ja eigentlich auch nichts, ne? Ist nicht so, als würde ich dadurch neue Dinger bekommen. So, wenn ich... Ich müsste ja eigentlich dann hier... von der Mitte aus wieder zurückgehen können, ne? So, dann gehen wir da lang, ja, oder auch nicht. Ja, wir gucken natürlich hier noch rein. Ich habe gesagt, wir sollen da links lang gehen, ne? Zwing mich jetzt nicht gleich hier noch mal zurückzulaufen den ganzen Weg. Auch jemand versteckt? Ich glaube schon. Gefunden. Warum suchst du denn? Also wir können die auch in Ruhe lassen und einfach weitergehen, ne? Aber nein, du musst ja auch anlegen, Eris, ne? So, Glücksstrahl. Hat er überhaupt Schaden? Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich perfekt hier für Cloud, ne? Wir machen denen sowieso keinen Schaden, ne? Das heißt, wir bekommen gratis ATB. Und dann können wir einfach Ende des Schreckens einsetzen, was wahrscheinlich gar keinen Schaden macht. Vor allem nicht, wenn der ja voll ausweicht. Der ist ja voll kacke. Er betrifft ja nichts. Ich kann ihn irgendwie trotzdem schocken, obwohl ich den keinen. Doch, ich mache den Schaden. Dann verstehe ich es nicht. Das Spiel ist zu kompliziert für mich. Vorhin habe ich doch nie Schaden gemacht. So. Ich sollte mir echt angewöhnen, nach jedem Kampf zu heilen, auch wenn wir nur fast gar keinen Schaden bekommen haben. Das passiert immer so schnell. So, hier kommen wir bestimmt zum Schatz, ne? Da Schätzchen, auch hier. Zwei Megatränke, cool. So, und okay. Ein paar satanistische Zeichen. Oh, Schloss geöffnet. Also wäre gar nicht offen gewesen, ihr blöden. So habe ich euch nicht vertraut, ey. Das meine Wut jetzt an diese Boxen aus. Meine Intuition, die hat mich. Ich müsste ja wieder zurückkommen, ne? Irgendwie. Oder auch nicht, weil er versperrt ist. Okay, dann gehen wir noch mal zurück halt. Da oben müssen wir hin, ne? Zu diesen. Was war noch mal? Wie ist das noch mal? Kontrollraum, genau. Aber lass erst mal hier rumgehen. Gucken, was wir ja noch verpasst haben an Schätzen. Was? Hier ist irgendwie ein. Okay, lass nicht hier lang gehen. Am Schaden. Wenigstens bleiben die Türen ja alle offen. Das ist mal guter Luxus hier. Blöp. Was haben wir hier? Das ist eine Truhe. Boom. Einer mit. Ein Echo-Schirm.
Mit Zustandsveränderungen wurden wir bisher noch nicht so konfrontiert, außer hier damals, hier, als sie alle meinten uns hier irgendwie, wie sind das hier hochgegangen? Als sie meinten uns hier immer, weil nicht zu stunnen, aber doch immer das sein sollte. Lass mich ran, ich bin ja schon wieder richtig, ne? Wahrscheinlich konntest du gar nicht irgendwie da oben in den Kontrollraum rein, ne? Und ich bin schon wieder den richtigen Weg hier abge. Aha. Dann gehen wir erstmal zurück. Ich gleich den ganzen Weg noch mal zurückrennen muss, aber echt immer so ein Glück, ne? Lass mich raten, ich kann jetzt hier nicht rein, ne? Stirb, Box. Okay, ja, auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drum rum gehen. Was, wenn die auch abgeschlossen ist? Hast du schon mal daran gedacht, Tifa? Also, ich kann sehr gut zutreten. Einfach jedes Mal, wenn ich irgendwie bald nicht was dann der auszusetzen habe, aber ich kann gut zutreten. War bescheuert. Okay, blub. Oh. Es gibt keinen zurück mehr. Und fällt niemand auf. Dumm, dumm. Ah, wie bist du denn jetzt schon wieder so schnell? Ich habe übrigens bei Tifa irgendwie ein anderes Accessoire hier gegeben. Nein. Ist einer hier in der Nähe? Nö, ich treffe dich schon. Ne, pass auf. Ich mache jetzt den hier und ich habe sogar getroffen. Ist das nicht schön? Warte, ja, Frost. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das irgendwie nicht anzeigt, von wem, weil ich habe wahrscheinlich 2-3 Mal Frost hier ausgerüstet, ne? So. Sie hat 2-mal Frost ausgerüstet. Was? Boah. Keine Ahnung. Wie ist denn das schon wieder passiert? Okay. Frost. Nein, boah. Nimmst mal das hier und tauscht das mit Glut ein. Weh, du hast jetzt auch noch Glut. Warum hast du eigentlich diese ganzen alle Elementarzauber? Eigentlich sollte Eris die Wahl haben. Versiegelung. Oh, Aktions. Das ist eigentlich auch voll dämlich, aber. Na, warum hat sie alle? Frost, Luft, Gewitter. So, du kriegst noch Gewitter, du bekommst hier ATB-Kooperation. Du auch was Lianes hast. Ja, tun wir mal hier hin, damit alles schön geordnet ist. So, heilen, Frost, Barriere, Gewitter, Luft. Barriere wäre eigentlich auch gut für sie. So, dann hat sie jetzt heilen, Frost, Glut, Gewitter, Luft. Sie hat jetzt alle Elemente. Und Tifa den ganzen Müll, sag ich mal. Gut, alles klar. Ja, lass mal heilen, weil kommt wieder ein Kampf und dann sind wir wieder im Eimer. Passiert irgendwie voll schnell. Und da war eine Mogelmedaille drin. Cool. Zum Glück habe ich die noch kaputt gemacht, ne? Wenn ich jetzt meinen können, ja, da ist noch eine Box, da ist bestimmt nichts drin. Ne, Mogelmedaille. Jackpot. Jetzt müsste ich nur noch irgendwann dieses Kind wieder finden, das mir Sachen gibt für Mogri-Medaillen. Ich glaube, da waren nur 1-2 Sachen, die ich noch nicht holen konnte. So, hey, da sehe ich was. Da ist gar nicht hier, das ist da oben irgendwo. So ein Ort zu chillaxen. Ja, ich komme mal rein, ne? Ich frage mich, ob hier jemand versteckt ist. Lass es bleiben, Iris. Bitte, Mäuschen. Okay, nur ein paar Boxen, alles klar. Voll. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Ja. So, hi, na? Gib mir gut Zeug. Eine Mogelmedaille, diesmal direkt in der Truhe drinne. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht hier voll wegschubsen.
So. Musik. Ja, das ist ja nochmal ein Kampfthema. Ja, und die Remixe, die hören sich so komisch irgendwie an. So, für 100 nur, ja. Um. Die hören sich viel zu komisch an. Schwarzreif, den könnten wir holen. Dann kann jeder irgendwie ein weiteres Materia ausrüsten, ne? So, den Nietenreif, den hat... Ne, der hat nicht Cloud, den hat... Ja, okay, dann gehen ihre... Ja, was will ich mehr? Materia oder bessere Werte, ne? Bessere Werte wären ja eigentlich gut, aber je mehr Materie ich hochleveln kann, desto besser, ne? Und ist da unten eine Truhe? Das Gelbe da, seht ihr das? Ich war schon überall da, ne? Ey, Quatsch, war ich noch gar nicht. Ich habe mich hier die ganze Zeit hier oben bewegt. Stimmt, hier unten war ja versperrt und da drin war doch bestimmt irgendwie ein Boss oder ein Mini-Boss oder so. So. Sieht irgendwie, obwohl das sieht nicht irgendwie so aus, als könnte man da vernünftig kämpfen. Ja, meine Nachbarin dreht schon wieder durch. Ey, wenn die schreit, der Tasse über die ganze Nachbarschaft, ey, gestern Abend. Du Schimpfwort. Also in die ganze Nachbarschaft gehört, ey. Jetzt hören immer alle. So. Irgendwas habe ich ja gerade gesehen, irgendwas Schönes. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. So, warum sind wir jetzt hier reingegangen? Hier ist irgendwie alles im Eimer. Wir finden wahrscheinlich genau den richtigen Knopf, womit man, weiß ich nicht, hier weiterkommt. Ich mach's mal ja auf, ne? Blip. Jetzt werde ich einfach so zugegangen. So. Oh. Okay. Oh, stimmt, hier war ja irgendwas gerade. Da ist der ganze Strom aus. Ah. Gott. Setzt jemand die Macht ein. Ein Boss, ne? Pass auf. Das ist aber nicht so im Original passiert. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Komm her, du Lichtgeist. Ja, ich steuere Iris. Ja, toll. Die Hälfte der Sachen trifft gar nicht. Au, Alter. Ich treffe den nicht, weil die ganzen Dinger hier im Weg sind, ey. Das gibt's jetzt nicht. So, wird auch gehen dann, wenn ich uns heile. Sehe mich schon fast so aus. Das sieht aber nicht so stark aus. Habe ich den überhaupt mit normalen Angriffen? Dann übernimm. Ich leg los. Oh, viel Erfolg. Komm schon. Super, meine Angriffe bringen nichts. So, erst einmal machen wir. Das wäre wenn automatisch zweimal gewirkt, genau. So,
Kann ich jetzt einfach eiskalt Engel auf den einsetzen und den Einschlag erledigen? Hat irgendjemand klauen? Nee, ne? Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Lass mich mal. Warte mal. Ich kann auch gucken. Gegenstände Zerstörung. Oh, okay, aber da ist die Stäbe, weil das ist nicht übertreiben. Ich leg los. So, kann ich jetzt einfach Engel auf den einsetzen und der ist sofort tot? Wirkungslos. Komm schon. Ups, falscher Knopf. Soll ich mit Vierk ausweichen? Da war ja voll gerade schlecht ausgegangen. So. Ah, nur Eris hatte keiner P. So, warte. Nutz Engel. Eris. So, Vita auf Eris. Sie ist gerade erst wieder belebt worden, kriegt direkt eins auf die Fresse. Ja, ich kann ja nur mit Feuer angreifen, ne? Ist jetzt nicht wirklich, als hätte ich irgendwie was Geistwerdung. Na, wann kann ich dich wieder angreifen? Jetzt. Heiß, 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 heiß. So, wenn ich jetzt noch irgendwie Sachen mit ihm hätte, oh, er hat sogar Feuer, er hat sogar Feuer. Wirkungslos, was? Wie wirkungslos? Hey. Ja, oh, ich sehe am, keine Ahnung. Ja, ich mag dich. Weiß man nicht, ob der physischen Schaden macht, aber es ist nicht so, als bräuchte ich irgendwas anderes gerade. MP-mäßig mit tiefer. Ja, da keine Heilzauber und so. So, klaut hat man nicht, ne? Ja, super. Ja, super. Vor allem der MP-Verbrauch war trotzdem. Wurde trotzdem genommen, aber der Zauber kam nicht raus. Geil. Finde ich ja super. So, lass mich mal kurz wieder hier in den Kreis rein. Dann gebe ich dir in die Phrase. Heiß, 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 heiß. Oh, ich hab noch mehr. Warum ist das wirkungslos manchmal? Weil er gerade nur in der Animation ist oder was? Das ist auch voll kacke. Ah. Hauptsache, der hat nicht so einen One-Shot-Angriff hier wie, wie der letzte Boss mit seinem Tsunami. Ey. Ich würde mich echt freuen, wenn die ganzen Sachen, die hier umliegen sind, weg wären. Ich habe einen Plan. Das ist ein guter Plan. Aber wenn ich Glück habe, dann... Oh, der ist jetzt gerade weg. Kann ich noch irgendwas anderes einsetzen? Magische beschwört Natur in seiner Weg und den Einsatz von Magie und Fertigkeit einen Zusatzangriff hinzufügen. Machen wir das mal. Das wird jetzt bestimmt vollbringen. So, Feuer. Ich verstehe es nicht. Macht irgendwas drauf. Ich bin ausgewichen. Ich bin Schwein, ich bin ausgewichen. Oh mein Gott, jetzt. Boah. Was komm er? Ich werde dich schon treffen. Fertigkeit gemeistert. Boom. Hier, was ist jetzt los? Gemacht, Cloud. Ja, und natürlich sehen seinen Schockdingen als weg, ne, weil er jetzt in der neuen Phase war. So, Limit. Heilender Wind. Was machst du jetzt? Wir heilen uns jetzt also erstmal hoch. So, mein magischer Kreis noch irgendwo, ja.
Nichts kann diesen Kreis aufhalten. Feuer, Feuer. Warum ist das wirkungslos? Oh, mache ich ja schon wieder falsch, ey. Oh. Sehen nicht diese eine Fähigkeit ATB Boost. Ja, finde ich geil. Ja. Oh, ich habe so einen Schmetterling um mich herumfliegen. Ist das dieses eine Ding, was ich eingesetzt habe? Ja. Wo war sie nochmal hier? Ne. Nee. Ja. Jetzt verteilt die Dinger hier nochmal neu. Warum bringen die Angriffe nichts? Was soll das? Gib mir doch mal einen Tipp, was ich hier machen muss dann. Das halte ich von deinen wirkungslos. Und jetzt, weil ich voll drin bin. Oh, sie sind natürlich. Hey Junge. Gib mal einen super Trank. Cloud. Muss ich echt Heilmagie auf dich einsetzen. Das hat den Schaden gemacht, ja. So ist, macht ja Sinn, halt, ne? Hm. Es trifft auch alle Leute. Okay, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe, ne? Ich halte dich einfach kaputt. Oh, was? Kann ich nicht helfen, ne? Ja, ich glaube, du bist weg. Ich muss echt heilen, die auf den einsetzen, damit er was passiert. Ne? Ich kann ja normal angreifen, aber das bringt es nicht so. Aber wie mache ich noch mal das, womit ich meine Angriffe hier auflade? Hier den, ja, das ist dunkel. Ich habe extra an Dingen verbrauchen. Ne? So, Cloud. Setze die Macht der Heilung auf den Typen ein. Das zählt als Heilmagie, als Heilungsmagie. Boom. Schockanfällig. Dann komm mal her. Ja, ich sehe es. So, wenn ich Glück habe, dann haut Aeris den jetzt weg. So. Komm, müsste jetzt voll viel Schaden machen eigentlich. Jawohl. Ich hätte einfach Heimat hier auf den einsetzen sollen, ey. Gott verdammt. Mein Versteckspiel. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet. Ha? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Okay. Von redest du, ja, sie kann doch eindeutig mit Dings reden, ne? So, habe ich jetzt Zerstörung bekommen? Müsste eigentlich tot sein, ne? Wird nicht drauf geachtet. Zerstörung ist, glaube ich, ja. Barrieredurchbruch anwendbar, bannwendbar. Zusatzresistenz tot. Okay. Also kann ich auf tot hier hochgelevelt werden. Okay, das kann situationsbedingt wahrscheinlich irgendwann mal wichtig sein. So, gehen wir zum Panzerschwert zurück vielleicht. Das Ding macht aber so viel mehr Schaden. Aber das hier hat 4 Materie. Es gibt mehr Abwehr, mehr magischer Angriff. Immer ein Panzerschwert. Panzerschwert, ne? So, was habe ich jetzt hier noch drin? Ausweichrumschlag.
Er ist kurz davor hoch zu leveln, also. So, ich glaube, er hat auch ein Level ab, ne? Ja. Gut, 12 Punkte, werde ich wohl noch irgendwas hier benutzen können, ne? Hier sind 12 Punkte, ne? Magische Attacke, physische Abwehr. Mhm. Magische Attacke. Ja. Yeah. Hier könnte ich zwei Sachen nehmen. Könnte ich das hier. Oder ich könnte direkt ein 12er-Dinge nehmen. Was hätte ich denn gern? TP-Maximum klingt nicht schlecht. Magische Attacke klingt auch nicht schlecht. Das Ding kann gar nicht mehr stärker werden mit schadensmäßiger Kacke. Also was? Hier. TP-Maximum. So, wie viel TP hat er jetzt? Hm, ja, das Ding ist unglaublich stärker, aber mit nur drei Dingern sind nicht so dolle. Kann ich übrigens auch hochleveln, die ich gerade. Magische Abwehr, Schockfederer. Und das hat auch nicht so gute Effekte, finde ich. Ja, toll, magische Abwehr. Was soll ich damit? So, magische Attacke. Und dann irgendwann von dem 10er, ja. Schaden von Sprungangriffen mit den Schaden von Angriffen während der Offensivhaltung. Ja. Da stand jetzt aber irgendwo was anderes. Egal. So, Eisenklänge. 12. Gehen wir direkt mal zum 12er. Magische Attacke, physisch ab. Warte mal, Schaden Subspirit. Geht bei allein vom großen Schaden MP. Das ist doch nicht schlecht. Das ist wie Esprit aus Kingdom Hearts. So, dann noch zur Nadelkeule. TV Cash von Waffenfertigkeit plus 10%. Das sind alles so richtig situationsbedingte Sachen. Statusresistenz 5. Art von Waffenfertigkeiten, ja komm. Finde ich alle nicht so dolle, die Fähigkeiten, wenn ich ehrlich bin, aber so machen, ne? So, aber hier können wir mal ein paar Sachen leveln. So. Schaden von normalen Angriffen. Magische Attacke plus 18, ja. Natürlich gerne. Oder ist jetzt stärker als einige andere Dinger. Ich lasse mir jetzt übrigens ganz offensichtlich ein bisschen Zeit, weil wir sowieso hier am Ende des Parts angelangt sind. Also ja, passiert jetzt nicht mehr irgendwas. Magische Attacke plus 10. Ich kann mir nichts mehr leisten. Gut, Barrett. Komm, Barrett. Der hat nur zwei Waffen bisher. Komm schon. Oh, ein neues Teil. Physische Attacke 12. Herr Bit. Magische Attacke, physische Abwehr. TP Maximum bis 100. Zusätzlicher Materie-Slot. Wo? Ich beinahe verpasst. So, cool. Was war hier noch übrig? Magische Attacke? Ne. Brauche nicht. Glaube ich, weiß nicht, wie hoch Barretts magischer Angriff ist. Ich nehme mal nicht sehr hoch. Zusätzlicher Materie-Slot. Die alle plus 6. Physische Attacke plus 6. Mein Gott, ist die Waffe schwach. 33 Angriffskraft, 34, Alter. So, hat jetzt überhaupt jeder alles gelernt? Nee, sie hat das noch nicht gelernt. Geschockte Gegner treffen. Ja, okay, das. Entweder das oder ich setze eine Fähigkeit nochmal ein. Wird schon klappen. So, dann gehen wir mal nicht dahin. Lass uns erstmal hier wieder hochheilen, falls ich überhaupt hier zurück kann. Ja, ne.
Und nice ist, wir können den Part beenden. Ist sogar genau auf 30 jetzt hier noch gelandet. Okay. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.